Niedersachsen. Ich bin zufrieden, nach einigen Jahren mal wieder hier vor euch reden zu dürfen. Es ist für mich immer, gerade wenn man viel in der Bundesrepublik unterwegs ist, eine interessante Mischung der verschiedenen Leute, die so zusammenkommen. Hier im nördlichen Niedersachsen oder nordöstlichen Niedersachsen ist es natürlich besonders interessant, denn hier haben wir eigentlich eine recht gut situierte Situation mit wenig Ausländeranteil, was genau wie bei mir in Berlin-Wannsee der Fall ist. Das spricht nämlich meistens dafür, dass in Birnenregionen Menschen wohnen, die sich angeblich für den Islam, für Nächstenliebe und so weiter aussprechen, aber in der Regel aus deutschen Regionen, wo Überfremdung herrscht, wegziehen. Genau das ist eben die Heuchelei, die ihr da drüben eben auch begeht. Denn schauen wir uns die Situation in der ganzen Bundesrepublik Deutschland und in Europa an, sehen wir, dass es nur wenigen Menschen in dieser Bundesrepublik Deutschland gut geht. Schauen wir uns die BRD Deutschland im Jahr 2018 etwas näher an, dann sehen wir, dass wir verschiedene Verwerfungen haben. Gerade im Bereich der sozialen Gerechtigkeit haben wir immense Probleme. Millionen von Menschen leben in Armut. 2,5 Millionen Kinder leben in Kinderarmut. Millionen Rentner sind schon jetzt in Altersarmut verwachsen und Millionen weitere folgen. Der Bereich der Sicherheit ist das nächste große Problem. Durch diese massive Einwanderung, woran der Islam auch einen Teil Schuld trägt, natürlich gibt es soziale und sicherheitstechnische Probleme, vor allem in Ballungszentren. Auch das ist ein Riesenproblem. Schauen wir uns die Situation im Gesundheitssystem an, dass Milliarden von Euro den Krankenkassen fehlen, wissen wir auch, woher diese Probleme kommen, eben durch diese Einwanderung. Und schauen wir uns den vierten Punkt an, die gesellschaftliche Veränderung in diesem Land. Ja, dann wissen wir, dass wir als Patrioten, als Nationalisten eben alles richtig machen. Ein Sozialwissenschaftler hat es recht gut formuliert. Und wenn ich die muntere Meute da drüben sehe, weiß ich, dass er recht hatte, wenn er davon spricht, dass es eine Wohlstandsverblödung in diesem Land gibt. Diese Wohlstandsverblödung trällert sich momentan da drüben eben ihre Lungen aus dem Leib. Das soll sie tun. Das ist gut, dass ihr gutes Recht in einer Demokratie. Aber, und das ist ja das große Problem, diese Wohlstandsverblödung wird auf Dauer auch euer Untergang sein. Und es fängt eben hier wie in Lüchow mit einem kleinen Gebetsraum an und wird enden in einen Anis-Amri-Anschlag, auch hier in Niedersachsen. Und eben davor wollen wir uns verwahren. Eben deswegen gehen wir auf die Straße und warnen davor, was Überfremdung und was Islamisierung in eure jeweiligen Heimatländer, in euer Niedersachsen, nach Lüchow, wo auch immerhin hier nach Niedersachsen bringt. Wir wollen eben nicht, dass wieder Menschen sterben, wie vor kurzer Zeit im Berliner Breitscheidplatz. Wir wollen nicht, dass verrückte Islamisten hier in Niedersachsen Menschen überfahren und sich dann im Namen Allahs dafür noch feiern. Wir wollen, dass Deutschland eine sichere Lebensart hat. Wir wollen, dass man auch in Niedersachsen, dass man in Berlin und in anderen Großstädten hier in der Bundesrepublik Deutschland wieder vernünftig leben kann, ohne Angst haben zu müssen. Und viele sagen es ist ja nur ein kleiner Gebetsraum. In Berlin hat es auch mit kleinen Gebetsräumen angefangen. Dort ist es der Fall, dass eine der bekanntesten Gebetsräume, die sogenannte Al-Nur-Moschee in Berlin-Neukölln, eine der schlimmsten Gebetsräume bundesweit ist. Dort werden Hassprediger herangezogen. Da werden Salafisten ausgebildet und von dort werden eben auch Reisen nach Syrien begangen, um dort den Islamischen Staat zu unterstützen. Und ich frage euch da drüben, was hat es mit euren freiheitlichen, pazifistischen Gedanken zu tun, wenn diese Verbrecher aus Syrien, aus Afghanistan wieder zurückkommen als Gefährder und dann hier auf deutschem Boden in Europa Kriege begehen und ihren heiligen Krieg hier nach Deutschland bringen? Was hat das mit Pazifismus zu tun, wenn ich schon diese lustige bunte Fahne da drüben sehe? Eben gar nichts.
Das ist scheinmoralisch und das hat nichts mit Pazifismus zu tun, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Und genau dort besteht eben das Problem der Gesellschaft. Ein Volk mit vielen wohlstandsverblödeten Menschen, wie ein Sozialwissenschaftler gesagt hat, ein Volk von Menschen, die sich für ihre eigene Heimat schämt und ein Volk von denen, die ihre eigene Vergangenheit wortwörtlich zum Kotzen finden, obwohl es sich da nichts zu schämen gibt. Genau das Problem haben wir in dieser Gesellschaft. Aber, und das ist das Schöne, wir sehen nicht nur im ehemaligen Osten, also der DDR, sondern mittlerweile auch im ehemaligen Westen, dass sich etwas verändert. Es verändert sich was, dass überall mehr Menschen auf die Straße gehen. Es ändert sich was, indem zumindest patriotische Parteien mittlerweile gewählt werden und in Mitteldeutschland, dem ehemaligen DDR, mittlerweile die stärkste Partei stellen. Das ist auch recht interessant. Weit genug geht es leider nicht, was dort gefordert wird, denn dieses normale Islam-Bashing bringt eben nichts. Man muss an die Wurzeln des Ganzen gehen. Und die Wurzeln des Ganzen ist halt nicht nur der Islam, sondern dass Deutschland als Einwanderungsland gesehen wird. Deutschland darf aber kein Einwanderungsland sein, wenn wir unseren Sozialstaat und unseren Rechtsstaat, wie er geschaffen wurde, beibehalten wollen. Wir als Nationalisten wollen eben diesen Sozialstaat, wie ihn Otto von Bismarck geschaffen hat und wie auch einige mit Sicherheit hier von profitieren, erhalten. Denn diese Erhaltung des deutschen Sozialstaates ist eine der wichtigsten Errungenschaften hier in Deutschland. Dieser Sozialstaat, der uns davor schützt, wenn wir arbeitslos werden, wegzufallen aus diesem System. Dieser Sozialstaat, der uns davor schützt, eigentlich in Altersarmut zu fallen. Dafür ist er da. Aber dieser Sozialstaat wird durch diese Überfremdung, die wir hier in Deutschland erleben, ad absurdum geführt. Millionen von Menschen kommen nach Deutschland rein, nehmen Geld aus diesem Sozialsäckle raus und immer weniger zahlen ein. So kann ein Sozialstaat natürlich nicht funktionieren. Und das ist ein maßgebliches Problem, diese Überfremdung in unserer Heimat. Und daher sagen wir klipp und klar, Sozialschmarotzer und Sozialtouristen, unabhängig, ob sie Islamisten sind oder nicht, müssen abgeschoben werden, um unseren Sozialstaat zu erhalten. Ähnlich sieht es nämlich aus mit unserem Rechtsstaat. Wer hier in Deutschland auf unserem Rechtsstaat, und das sind denn eben gerade Islamisten, rumtanzt, beste Beispiele gibt es dort in Berlin, wo arabische Straßengangs mit ihren eigenen Friedensrichtern Recht sprechen. Wer sich gegen dieses Recht, was wir hier haben in Deutschland, darüber entsetzt wächst und dann sagt, der deutsche Staat, das deutsche Rechtssystem interessiert mich nicht, der hat hier eben auch nichts in der Bundesrepublik Deutschland zu suchen. Auch für die gibt es die Möglichkeit, nach Hause zu fahren, auf ihre eigenen Kosten. Dort können sie ihre Scharia leben, dort können sie ihre Frauen verprügeln, ihre Frauen steinigen, dort können sie meinetwegen alles machen, was sie möchten. Aber eben nicht in einem zivilisierten Land wie Deutschland, eben nicht in einem Sozial- und Rechtssystem wie Europa, wo wir für Traditionen stehen, die älter sind als irgendwelche hinterwäldlerischen Angriffe aus dem Nahen Osten. Wir wollen das weiße Europa, wie wir es jetzt noch kennen, behalten. Wir wollen kein orientalisches Europa. Wir wollen ein Europa der freien Vaterländer in ihrer traditionellen Sicht. Und das ist unser Herzensanliegen. Und wenn es so weitergeht, dass es mit kleinen Gebetsräumen anfängt, dann wird es auch in Lüchow, dann wird es auch in Niedersachsen bald mehr und mehr Gebetsräume geben. Dann wird es immer mehr und mehr Moscheen geben. Dann wird es immer mehr und mehr Asylantenheime geben. Und genau dann kommen wir eben zu Punkten, wie es jetzt mittlerweile in Frankfurt am Main aussieht, wie es in Berlin aussieht, wie es in Hamburg aussieht. Und dagegen wehren wir uns. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass jeder, der hier in Deutschland lebt und hier unserem Volk angehört, dass der sicher leben kann in einer sozialen, versicherten, verträglichen Welt. Dass dieser Mensch in Sicherheit leben kann, ohne Angst haben zu müssen, nachts von irgendwelchen kriminellen Araber-Gangs abgezogen, überfallen oder verprügelt zu werden. Wir wollen, dass deutsche Rentnerinnen und Rentner noch vernünftig, ohne Angst und Schrecken, durch die Straßen gehen können
ohne überfallen zu werden. Das ist unsere Auffassung. Und hier in Niedersachsen sieht es doch halbwegs noch vernünftig aus. Warum gehen Sie denn auf die Straße? Wollen Sie nicht, dass es eben so wird? Dann sollten Sie sich eben anschließen einer nationalen Freiheitsbewegung und sich für einen Nationalstaat in sozial gerechter und vor allem in sicherheitspolitischer Frage dazugesellen. Das bedeutet Sicherheit für Sie, das bedeutet vor allem auch Sicherheit für Ihre Nachkommen. Denn die nächsten Generationen werden es noch schlimmer haben in diesem Bereich. Dafür setzen wir uns ein. Wir wollen, dass endlich wieder soziale Gerechtigkeit und innere Sicherheit herrscht. Wir setzen uns gegen diesen Gebetsraum hier in Lüchow ein. Wir setzen uns gegen Kaderschmieden des Islamismus ein, dass hier Niedersachsen, dass Lüchow, dass Berlin und andere Städte nicht in die Fänge des Islamischen Staates gelangen und eben wieder frei und unabhängig mit europäischen und deutschen Werten leben können, ohne einen Steinzeit-Islam, der hier in Deutschland nur Angst und Schrecken verbreitet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe für euch da drüben, dass eure Nachkommen oder ihr selber nicht die Nächsten seid, die an einen neuen Anis Amri-LKW kleben, auch wenn ihr es teilweise nicht anders verdient hättet. Aber ich wünsche jedem Menschen das Gute. Danke.